Der Dschungel ruft, doch die verbotene Stadt hat Vorrang, beziehungsweise die Nebenquest, die uns hier erwartet. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Nib Olal. Nib Olal. Zum Markt gehen. Ja, der ist zum Glück direkt um die Ecke. Ach, dramatisch. Was bist du? Verzeihung. Ich suche Kuali, den Sohn von Kabil. Ozile Shipalo. Chimali, Huntul Achkimesach Kukulkan. Ukal Machti Humpel, Tunkaste Kiwiko. Tupati Kukuchuleahau, Tialubeita Luboti Kusipil. Danke. Schick Tech Utsili Schick. Das hat geholfen. Oben auf dem Berg. Gehen wir doch mal hin. Übrigens suche ich immer noch so im Schwungteil noch. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Ein großer Sprung, findest du nicht? Hatsch haktak, awocheltik bash, kintuklik, kintuklike, malob kaek much, lemehen kisonoba kaek bulob, tulakalob, awal guajes jumil, bey, ujume uahkananil kan, vale letie ma. Ja, Miel. Hey, Amir. Hallo. Hey, Tech Ishik. Leit Shulul Kolele. Masach? Ja, freut mich, dich zu treffen. Ui, Hatsch Malov. Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Ma Bashali. In Jume Uachkananil Kan, Jumkin. Tin Chahu Kilich Chotov. In Westi Inetailov. Jetil Tujilach. Shanach Kanan Chimali. Letie u Jochel, Bashel u Betik, Tenim Jum Waka, u Jochelt, Tinchach u Shotobe, Lebetike tupulach te Karnalot Kakali. Ah, vielleicht kann ich was tun. Hach hach, Nibolal! Nibolal. Das hat sehr festgesteckt. Gern geschehen. Patiki, Lenukuchmakov, Telamantats, Ku Toholchin Tikonov, Balete Chetawanton, Bashakatik. Shit, Tenkintan. Bashakatik, Shik, Bey, Bashtihelu Pachtal, Ek Antiket Shane? Ich möchte Kuali helfen. Shan Chahech, Sot Ushotkintantal, Tialukimesal, Mishbalku Pachtal Ek Betik. Solle Chimali, lach kanano, upek mech. Würde Chimali dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Was denn? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Malov, uts! Kupakta la walik ti Kuali, ka ujilon teaktuno. Letie ujohel tushi, telo minan sachven silil ti. Mach ich. Konesh, asto, raimi, la kinteneshi, samin, kanant ekpachi. Zoke, Genesh Al-Kabil, Teaktuno. Patenet Patsch, Ishik, Jan Ek Ilik, Kapach Chak Akuchul, Tignal Kuali. Chimali, Mehenkisin, Palitzin Kanzokol, Janin Kaka Loshikech. Bey, Tunshanu Mehen Pimil Yama. Al-Kabnenesh, Al-Kabnenesh! Oh, was ein Zufall. Die Wache ist weg. Nachdem ein Stein ins Gesicht geworfen wurde. Dein Bruder hat mir von dir erzählt.
Maschetsch. Jemand, der helfen will. Mein Kat Kauchuk leva aloba. Chenin Kat Katoch Chakuyol inna. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Malo. Hele Shiwoba. Alkapnen. Tuhajilawol. Nibolal. Na dann rennen wir zu Kabil zurück. Die Mutter hat ja nicht mehr lang. War der in dem Gebäude hier? Nee. Da war's. Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Hier, die helfen dir. Nibolal. Uchu, Schädelhöhle. Ernsthaft, dass wir so weit. Oh, das ist wieder da drüben. So, haben wir irgendwas? Das, die haben es gefühlt nicht so. Herz und Verstand. Die Säule. Ach, das ist es schon. Krass. Das ist die letzte Nebenmission hier? Nee, da war doch noch. Hier war doch auch noch eine. Hakal befreien. Täusche ich mich jetzt? Naja, gehen wir jetzt erstmal in die Höhle zurück und dann. Es gab auch noch die Hakal befreien. Hundertprozentig. Bin ich mir sehr sicher. Hey! Okay, laufen wir erstmal hoch. Mal das Horn gleich erst. Ach, komme ich da irgendwie hin? Chambelil. Nee. Oh, hallo. Cool, vielen Dank. Wusste ich gar nicht, dass ich das noch nicht hatte. War ich hier oben jemals? Nein, hier war ich noch überhaupt nicht. Das ist aber interessant, dass ich hier noch gar nicht war. Ich kann mal ein bisschen Loot mitnehmen. Ah, Alltag der Inka. Story abgeschlossen. Sehr schön. Kann ich das streicheln? Ah. Ich hab keine Ahnung, was du sagst. Ja, ist okay, danke. Was hat er gesagt? Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Oh, okay. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und die Nähe. Also da unten. Ja. Ich könnte auch was drauflegen. Ist ja echt schön. Bist du der einsame Wächter? Ja. Endlich. Die Vogelscheuche. Das ist doch gut. Gehen wir in die Höhle. Schauen uns mal um, was wir so entdecken. Ne?
Nee, ich gebe jetzt das Horn mal weg. Wir müssen jetzt hinten wieder rumschleppen. Ja, du warst es. Du bist als Erste zurück? Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Okay, welcher Spur? Ich sage dir, Uchu, ich habe noch nie gehört, dass jemand an Land von einem Piranha gebissen wurde. Ach. Hä? War die Sympathie gut genug, den Albtraum zu stellen? Das ist jetzt aber nicht der Albtraum, oder? Was war bei dir noch? Nochmals danke, Lara. Die Rebellion braucht den Schild des Ehrenschöpfers. Ah. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ich glaube, das ist der Albtraum gewesen. So, ich muss jetzt erstmal hier raus. Lara, raus. Alter. Was war das? Mädchen. Genau, da geht die Hauptstory weiter. Da wollen wir aber gerade nicht hin. Denn wir sind gerade auf Nebenmissionstour. Um mal ein paar Sachen zu erledigen. Weil ich habe das Gefühl, wir gehen gerade so ein bisschen gefühlt straight bei 65%, sag ich mal nur, dem Ende entgegen. Aber ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ah ja, einfach über das Wasser. Das bekomme ich hin. Kurz gucken, ob es hier vielleicht einen Sprung gibt. Ich habe so ein Gefühl, hier ist nichts. Also da vorne vielleicht. Ja, genau das hatte ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. Fantastisch. Schlangenwachen-Outfit bei der, okay. Die wird mir nicht angezeigt, aber ich würde sagen, wir wechseln dann gerade mal. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Ja. Kommen wir gleich hin. Bloß, wir sollten einmal kurz wechseln, damit wir die Quest da drüben bekommen und nicht verpassen, wo sie ist. Je nach Outfit haben wir neue Missionsgeber. Interessant. Was machst du da? Willig bishin shoki upach mehen kisin ochela. Awil chimpolnen. Sostenahau. Matin wotach ingual balti kukulkan.
Tanin Shokik Leochelobo, Dalin Sutul, Wachkanach Lekano. Shevishin Yume. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Bale, Kustun Guamatin Natikon, Leshokil Kutsabalo. Bastun? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Ha, Mayu? Machan Chupal. Hachingualike, Ayumehel, Ukimakta Luyol, Uyohelti Kantabechtumenahau. Hatseten Malov, Sokinatik, Ushoki le Hatshela. Ha. Jambash Uyil Jetel Ha. Begin to click. Ulakubo Main Shakalti. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Wakin Jantale. Ich bin übrigens Lara. Awil? Drei Kultwandbilder in Ziffern, okay. Und da sind die also verteilt. Aber ich würde sagen, wir... Moment. Ah! Okay, ich verstehe. Ja. Wir kriegen... Nee. Hä? Die Quest ist einfach weg. Das ist super irritierend. Das ist richtig irritierend gerade. Achso, ich muss hier hoch. Ich glaube, da drüben. Ich war ja schon mal, habe ich letztens aus Versehen entdeckt. Da ist der Eingang. Da ist der Eingang. Nee, warte, hier war ich noch gar nicht. Hä, was habe ich denn letztens entdeckt? Ich habe letztens... Ah, nicht den Weg entdeckt, sondern den Weg hierhin, glaube ich. Oder habe ich den Weg hierhin entdeckt? Ich bin mir nicht mehr... Ich glaube, es war hierhin. Ich glaube, den habe ich entdeckt. Aber ich war auch schon auf diesem weißen Baum. Interessant. Na, gehen wir mal rein und gucken, ob wir den Kleinen finden. Jetzt klippen wir durch die Wand, oder? Ja, natürlich. Mitnehmen. Mitnehmen. Lesen. Und dann geht sie nicht weiter. Hä? Ah, die guten Einsteine. Aber wie ist der denn... Hä? Wie ist der denn hier reingekommen? Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Ernsthaft? Das muss der richtige Ort sein. Danke, dass die Quest einen spoilert. Mankos Überreste suchen. Das ist richtig cool. Richtig gut. Links oder rechts oder geradeaus? Ich glaube, wir gehen erstmal da lang. Oh. Wo führt es uns hin?
Nur zu einem Goldschatz, wie es scheint. Nee, sonst ist hier nichts. Okay, ein bisschen Gold. Ist okay. Kann man wenigstens verticken. Laufen wir mal weiter, was wir unten noch so haben. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Warte, ach, Manko ist der... Manko war ja der Bauer, nicht der Typ, den wir losgeschickt hatte. Vor 3 Tagen. Der muss tot sein. Ich tauche mal kurz auf. Um unterzutauchen. Hallo, Wandbild. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kukulkan. Das ist doch jetzt nichts Schlimmes, oder? Da kann ich, glaube ich, drüber, oder? Nö, es ist einfach zu. Na cool. Na dann. Oh Scheiße, nein. Oh Mist. Nicht so dramatisch. Wir sind ja draußen. Ja, wir haben uns ja vorher umgeguckt. Wo wir was aktiviert haben. Ah, noch eine. Sehr schön. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Das ist sehr gut möglich. So, und dann würde ich sagen, nächster Stauder. Warte, das Tor ging zu? Nee, ich dachte, es hat ein bisschen geschlossen, aber ich dachte gerade, das wäre zugegangen. Du hast nur so kurze Zeit, da durchzukommen. Krass. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Ja, und wir brechen jetzt ein, sozusagen. Na dann. Mal alles mal auf. Kurz umgucken, da ist nichts. Na dann. Durch die Lücke, Lara. Ja, das, als wäre es gewollt von den... Hallo, Manko. Leuten. Gut, wo ist das Amulett? Ne, ich nehme an, im Sarg. Weil sie es jedes Mal da wieder reinstecken. Jetzt muss es zurück zu Uchu. 50%. Hallo. Danke. Ich nehme an, wir müssen jetzt das andere auch noch holen. Nummer 3.
Aber zuerst würde ich gerne noch mal kurz in ein anderes Gebiet. Hä? Wo kam denn dieses Loch her? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ja, ich weiß, was das war, aber... Oh, das erspart uns den Weg. Raus. Ah, nee. Ich habe jetzt völlig die Orientierung gerade verloren. Müssen wir jetzt da runter? Kamera. Wo sind wir? Ich bin gerade super verwirrt. Okay, hier waren wir gerade. Dann sind wir hier raus. Aber... Hä? Und dann sind wir da lang. Und hier war das Loch. Okay. What the fuck? Ich hab so... Achso, da drüben ist der Absprung. Genau, okay. Alter, holy moly. Ist hier auch einer? Wäre ganz cool, hätten wir es erledigt. Nee. Leider nicht. Aber man könnte es zu einem machen. Hat doch funktioniert. Wir haben es zu einem gemacht. Mach es zu deinem Sprung. Aha. Lyra. Och, ich springe jetzt einfach ins Wasser. Ist mir zu doof, da runter zu kraxeln. Ist mir echt zu blöd gerade. So. Nee, komm, gehen wir erstmal zu, Mini-Boy, Mini-King, auch liebevoll genannt. Und dann entdecken wir für die Kleine die Zeichen. Super, unauffällig. Da haben wir nämlich schön eine Quest sozusagen wieder abgeschlossen. Beziehungsweise... Die nächste, glaube ich, gestartet. Wir müssen das dritte Ding ja noch holen. Oh, Jonah hat was. Ist mir egal. Ah, Lyra, gut, dass du sicher zurück bist. Genty ist inzwischen zurückgekehrt. In einem Stück, aber mit leeren Händen. Er ist sicher, das ist das Einzige, was zählt. Ich wünschte, das wäre bei Shan auch so. Kukulkan verflucht diese Krönung, das schwöre ich. San, ist er der andere, den du geschickt hast? Ja, er hat nach dem Meisterbogen gesucht. Eine Gruppe Jäger brachte seine Leiche aus der Wildnis. Uchu, es tut mir leid wegen deines Freundes. Die einzig gute Nachricht ist, dass das Amulett des Retters zurück ist. Was? Wirklich? Lyra, das ist unglaublich. Hier. Danke. Lyra, ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Oha. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht?
Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Sie hat ihn Saeri, Etzlis Vater, am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien, aber er ging vor vielen Jahren verloren. Natürlich. Der Nawal hat ihn. Der Nawal, das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Saeri um den Bogen betrogen. Etzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay, wo muss ich hin? Danke, du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen. Oh, das ist aber gut. Genau da wollte ich nämlich hin. Hier, dahin nehme ich mal an. Nicht da, sondern hier müssen wir hin. Das ist der Nabul vielleicht. Ja, cool. Jonah. Du hast auf jeden Fall ein Download-Ding. Dich hebe ich mir mal noch auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, hol auch noch den Meisterbogen zurück. Denn wir sind alle zu doof, um irgendwas zu machen. Wir können es nicht. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.